der Regel fällt ein Blasenkrebs so auf, dass man Blut im Urin hat. Häufig ist das eine schmerzlose Blutung im Urin. Das gilt dann als Alarmsymptom für einen Blasentumor und man sollte den Arzt aufsuchen. Der Urologe würde als erstes gewisse Risikofaktoren abfragen, um dann in einen weiteren Schritt den Urin zu untersuchen. Dann würde man klassischerweise einen Ultraschall anschließen, um die Blase und die Nieren anzuschauen, um dann den wichtigsten Schritt durchzuführen, nämlich mit einem dünnen Instrument, ein sogenanntes Endoskop, durch die Harnröhre in die Harnblase zu schauen, um dann den Tumor festzustellen. Dann wird der Patient in einem weiteren Schritt in die Klinik zum Urologen geschickt, wo man dann ebenfalls unter Vollnarkose dann aber mit einem dünnen Instrument den Tumor anschaut und den Tumor dann herausnimmt, um die Gefährlichkeit zu bestimmen. Wenn der Tumor komplett entfernt ist und ein niedriges Risiko hat, dann würde man beim Urologen in regelmäßigen Abständen eine Blasenspiegelung durchführen. Wenn es ein risikobehafteter Tumor ist, dann müsste man diese Operation nach 3 bis 6 Wochen nochmal wiederholen. Wenn der Tumor dann allerdings schon in die Muskulatur einwächst, dann folgen andere Schritte, die Sie mit Ihrem Urologen dann individuell besprechen müssen.